Herzlich willkommen in der La Cucina Kochschule. Ich bin Luisa und koche heute mit euch ein wunderschönes Herbstgericht. Und zwar habe ich dafür hier zwei Entenkeulen, bunte Karotten, kann man so 5-6 Stück nehmen. Ich habe hier rote Beete schon mal vorgekocht, weil die im Ofen ein bisschen länger dauert. Dann habe ich hier 3 Schalotten, einen Thai-Knoblauch und ein bisschen Thymian und Rosmarin, etwa 300 Gramm kleine Kartoffeln. Dann benötigen wir Salz, Pfeffer, eine Prise Zimt, Lorbeer, Wacholder und Nelke, ein bisschen Honig und Butter. Dafür würde ich jetzt als allererstes ein bisschen Butter schmelzen mit Honig, Zimt und Salz. Das wird für die Glasur später das Wichtige sein, damit das schön knusprig und schön lecker wird. So, da so ein bisschen fest. Ich habe jetzt erst die Butter, dann ein bisschen Honig, eine Prise Salz und eine Prise Zimt reingemacht. Das schmilzt jetzt zusammen und wird quasi eine Glasur. Ich fange jetzt an, schon mal die Möhrchen zu schälen. Damit es schön bunt wird, nehmen wir natürlich auch bunte Karotten. Ich fange jetzt einmal an, die Karotten schön zu schneiden. In so relativ, wie soll man das sagen, fingergroße Stücke vielleicht. So, wie ihr sehen könnt, karamellisiert das hier ganz wunderbar. Es riecht hier schon richtig schön nach Zimt und Honig und Butter. Das wird richtig lecker. Okay, die Karotten habe ich geschnitten. Wir haben den Fond hier schon, die Glasur für die Ente. Jetzt werde ich anfangen, das hier in diesem Rotissoir anzurichten, zu schichten, damit alles nachher einen wunderschönen Geschmack hat. Dafür nehme ich jetzt erstmal die Entenkeulen hier raus und lege die Kräuter hier unten schön rein, dass wirklich alles nachher schönen Kräutergeschmack bekommt. So. Dann habe ich hier so einen wunderschönen Thai-Knoblauch. Den schneide ich nur ein bisschen klein, gar nicht so doll. Das kann ich hier unten nochmal verteilen. So. Dann verteile ich hier schon mal so ein bisschen von meinem Lorbeer, von den Wacholderbeeren und Nelken. So. Dann lege ich meine 2 tollen Entenkeulen hier mit rein. Am besten so in die Mitte. Drumherum kommt ein bisschen das bunte Gemüse. Die rote Beete. Dann habe ich hier noch so schöne Schalotten. Die lasse ich relativ grob. Die dienen einfach so ein bisschen als Geschmacksträger und sehen auch ein bisschen schöner aus, wenn die halt groß sind und nicht so klein geschnitten, passend zu dem restlichen Gemüse. Und dann haben wir ja hier noch diese tollen kleinen Kartoffelchen. Die werden einfach nur halbiert. Sind natürlich schön gewaschen. Wir wollen ja keinen Dreck mit drin haben. So. Und auch die legen wir hier schön mit rein. Jetzt begieße ich das alles einfach mit ein bisschen Wasser, wo drin das gleich schön garen kann. Dann kommt Salz darüber. Kann schon ordentlich gesalzt und gepfeffert werden. So. Schön ordentlich noch Pfeffer mit drauf. Und zu guter Letzt streiche ich schon mal unsere Ente mit diesem leckeren Butter-Zimt-Gemisch ein. Man kann das schon mal anfangen, in die Haut hineinzuziehen. Die Ente kommt jetzt bei 185 Grad etwa 50 Minuten in den Backofen.
So, nun sind wir 50 Minuten vergangen und wir schauen mal rein, wie unsere Ente jetzt aussieht. Boah, sieht die nicht großartig aus? Wir haben einen wunderschönen Glanz von dem Honig. Das Gemüse, die Kartoffeln, alles ist wunderbar zart und weich. Und dann richten wir uns mal gleich einen schönen Teller an. So, bevor wir das hier probieren, hier hat sich ein wunderbarer Fond gebildet. Der schmeckt unglaublich nach Zimt, nach Knoblauch, nach Nelke, nach Rosmarin, Thymian, Ente. Da ist wirklich alles drin an Aroma. Entweder einfach abgießen und als Brühe trinken oder sich noch schnell eine Soße davon machen für das Essen. Ich habe hier ein bisschen Pesto mit drauf gemacht und werde das jetzt einmal probieren. So, bisschen Ente, schön lecker hier. Mit ein bisschen Karotte, bisschen Pesto. Das schmeckt wirklich unglaublich lecker. Alle Aromen sind super in das Fleisch reingezogen. Unbedingt nachmachen. Also, bis zum nächsten Mal.